1807 schenkte der französische Kaiser Napoleon einem seiner Marschalle, dem Fürsten Joseph Antoni Poniatowski, das Gut Siebley. Der Fürst starb kurz darauf und das Anwesen ging in den Besitz von Jan Bartkowski über. Ab 1891 war Graf Tomasz Potocki Herr auf Gut Siebley. Die Potocki lebten nicht beständig auf dem Gut. Der Gutsherr kehrte öfter ein, während seine Frau mit den drei Töchtern Pelagia, Irena und Konstanzia nur die Sommer hier verbrachte. Unter den Potocki wurde das Gut von einem Feuer verwüstet. Eine Dampfmaschine war in Brand geraten und hatte sämtliche Holzbauten in Flammen aufgehen lassen. Graf Tomasz Potocki setzte an beiden Enden zweistöckige Flügel an. Die Fassade des Herrenhauses schmückten doppelte zweiflügelige Fenster. Auf der Westseite zog eine überdachte Veranda den Blick auf sich. Die Räume des Erdgeschosses waren mit Stuckarbeiten verziert, Korridore und Wirtschaftsräume mit Keramikfliesen ausgelegt. Der prachtvollste Raum des Herrenhauses war der Tanzsaal, von dem aus man direkt auf die beidseitig mit symmetrisch aufgestellten Vasen geschmückte Terrasse gelangte. Die Küche auf Gut Siebley, ein einstöckiges Gebäude mit rechteckigem Grundriss, ähnelt in ihrem Aussehen den Offizinen. In diesem Gebäude wurde vor allem gekocht, doch es gab auch einen separaten Speiseraum für die Gutsbediensteten. Ein weiterer Raum diente als Badehaus. Das war das sogenannte herrschaftliche Badehaus. Die beiden Offizinen auf Gut Siebley stammen aus dem 19. Jahrhundert. Die einstöckigen Backsteingebäude haben je drei Eingangstüren. Die zweiflügelige Doppeltür auf der Nordseite der linken Offizin ist authentisch. Eine Lage bestand aus vertikalen Latten, die andere aus Brettern unterschiedlicher Formate. Die Wohnräume hatten verputzte Wände sowie Dielenfußböden und holzverkleidete Decken. Vor Weihnachten nähten die Gräfinnen Kleider oder Hemden für die Kinder der Gutsangestellten, die sie ihnen am Heiligabend überreichten. Der gebildete und kunstinteressierte Gutsbesitzer richtete litauische Abende aus. In Lukšej gründete er einen Landwirtschaftsverband. Außerdem kümmerte er sich um das von ihm gestiftete Altenheim. Die Gräfin hatte sich zur Fürsprecherin der Kranken gemacht. Die Wagenremise auf Gut Siebley war für Kutschen, Wagen und allerlei Gerät bestimmt. Mit dem Bau des Marstalls, auch Steinia genannt, wurde 1997 begonnen. Zu dem Zweck wurden eigens Meister aus Deutschland eingeladen. Das einstöckige Gebäude besteht aus rotem Ziegelstein. Die Fassade schmücken halbrunde Nischen. Der Kuhstall wurde an den Weg zum Park gebaut, in einem durch eine Allee vom Herrenhaus abgetrennten Teil des Gutes. Die Hiesigen nennen den Gutspeicher auch heute noch den Stall. Hier wurden nämlich Rinder und anderes Vieh gehalten. Der zweite Speicher auf Siebley wurde als Lagerhaus genutzt. Der Speicher war in zwei Teile geteilt. In dem einen wurde Korn gelagert, der andere war für verschiedene landwirtschaftlichen Geräte bestimmt. Aus dem Hundezwinger auf der anderen Seite der Grischka-Budis-Straße an der Ostfassade des Wagenhaus drang das Gebell der Hunde bis zum Herrenhaus. In dem einfachen und schmucklosen Gebäude gab es nur ein einziges Holzfenster. Zu Zeiten der Potocki war der sicher bekannteste Vierbeiner des Guts der Hund der drei jungen Gräfinnen. Nach den Anfangsbuchstaben ihrer Namen Pelagia, Irena und Konstanzia rief man ihn Pick. Im unweit des Siertis gelegenen, als Dreieck ausgelegten Park wuchsen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nur Bäume hiesiger Breiten. Als Graf Potocki das Anwesen erwarb, beschloss er, dem Park mehr Vielfalt zu verleihen. Zu dem Zweck brachte er Gärtner aus Warschau und Paris mit. Damit die Bäume auch gut Wurzel schlagen, gruben die Insten zunächst eine Grube und warteten dann, bis der Gutsherr eine Kopecke hineingeworfen hatte. Erst dann setzten sie den Setzling ein. Im Park wurden Alleen gepflanzt und zwei neue Teiche ausgehoben. Blumenbeete, Lauben, kleine Treppchen und Springbrunnen entstanden. Im Südteil des Parks wurden neben dem Obstgarten eine Orangerie und eine Fasanenfoliere eingerichtet. Die 200 Meter lange Hauptallee des Parks säumten Balsampappeln. Heute stehen in dem Park um die 3000 Bäume. In seiner Freizeit griff der Graf zur Feder und schrieb Theaterstücke. Einer seiner Stücke wurde sogar in Warschau aufgeführt. Leider konnte der Autor die Premiere nicht miterleben, da er 1912 bei einem Aufenthalt in Warschau starb. Die zu Gut beförderten Gebeine wurden von einer Schar Bediensteter und Instleute empfangen. Vier mit Decken geschmückte Schimmel zogen den Metallsarg. Der betrauerte Graf wurde auf dem Friedhof von Pelenet bestattet. Die Gräfin zog mit dem Ausbruch des Krieges nach Warschau. Ja. 1919 wurde das Priesterseminar Seney auf das Gut verlegt.
Später öffnete eine Landwirtschaftsschule ihre Türen. Wiederum später unterhielt man auf dem Gut ein Krankenhaus, eine Maschinentraktorstation sowie ein Kolchoskontor. Heute gibt es in den Gutsgebäuden eine Galerie. Außerdem werden Ausstellungen und Konzerte veranstaltet.